Über Wirtschaft. Man hört das so viel in letzter Zeit oder zum aktuellen Anlass oder eigentlich eh schon in den letzten Jahren. Andauernd kracht es, andauernd sieht man irgendwelche Statistiken von irgendwelchen Balken, die sich ins Endlose stürzen und die besorgten Banker und die besorgten Manager und die besorgten Politiker und natürlich wird dann immer wieder ein Rettungspaket geschnürt und diese armen Banken dann gerettet und die armen Länder gerettet und ja, man könnte meinen, wir sind wirklich echt super sozial. Leider findet das alles auf Kosten von uns Menschen statt, nämlich denen, die schön brav arbeiten gehen und nicht zu viel darüber nachdenken, was da eigentlich passiert mit dem Geld. Geschweige denn mal darüber nachdenken, woher das Geld vielleicht kommt oder wie das Geldsystem an sich funktioniert. Und ja, es ist echt zum Lachen. Also, vielleicht wollt ihr mal herausfinden, wie das Geldsystem eigentlich wirklich funktioniert. Da schlage ich euch vor, wie heißt das nochmal zu googeln? Gib mir die Welt plus 5%. Wichtig ist es, wenn ihr euch da informiert. Und dann so dieses Gefühl euch vielleicht übermannt, überfraut, das von tief unten kommt. Also bei mir war es doch schon so eine richtige Wut gegenüber dem System, würde ich jetzt mal grob sagen. Wichtig ist, diese Wut zu transformieren, weil wir brauchen keine aggressiven Leute, die andere Leute beschuldigen und irgendwelche Systeme beschuldigen und nichts machen. Wir brauchen Leute, die ihr Leben in die Hand nehmen, die selbstverantwortlich oder in die Selbstverantwortung gehen und sagen, okay, es ist nicht okay, wie es gerade ist und wir müssen was tun und ich muss was tun. Und was kann ich tun? Das Wichtigste, was jeder für sich tun kann, ist, sich zu informieren, nämlich alternativ zu informieren, jetzt nicht nur die ständig selben Geschichten aus den Zeitungen und aus den normalen Medien runterzuschlucken, sondern mal auch ein bisschen alternativ zu schauen, was wird sonst an Informationen angeboten. WikiLeaks ist ja vielen ein Begriff, Russia Today ist ein guter Sender, glaube ich. Aber es gibt mittlerweile schon sehr viele Gruppen, die aktiv alternative Informationen anbieten. Und worauf ich hinaus bin, ist nicht, dass man jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien nachgeht und endlos irgendwelche Schuldigen sucht oder irgendwie 10.000 Mal rausschreit, dass irgendwer das Ganze steuert und alle so böse sind. Ich glaube, das bringt relativ wenig. Ich glaube, was sehr viel bringt, ist, sich mal mit einer Gruppe von Freunden oder von mir aus auch mit sich selber hinzusetzen und sich zu überlegen, sich einen Traum zu erlauben, zu träumen und zwar sich vorzustellen, wie es denn nun anders gehen könnte. Also der berühmte Out of the Box Ansatz. Du hast ein Problem oder wir haben ein Problem und offensichtlich müssen wir aufhören, die Lösung dieses Problems innerhalb dieser Box, innerhalb der alten Denkmuster und der alten Grenzen zu suchen. Wenn wir das tun, dann erlauben wir uns neue, interessantere und wahrscheinlich um Ecken bessere Lösungen anzunehmen als die uns bis jetzt schon eingefallen sind. Und das wäre schon ein ganz, ganz großer Schritt eigentlich, der in deinem Kopf passiert. Und hoffentlich werden wir das Ganze ja teilen, auch in anderen Köpfen. So viel für heute. Danke fürs Zuhören. Euer Milin.